Wenn die Welt ein Haus wäre, wäre Antep die Küche. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe, aber der Satz ist auf jeden Fall hängen geblieben. Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Gaziantep. Wir befinden uns an einem der wundervollsten Orte der Welt, wenn es um Essen geht. Und ich bin mir sicher, der ein oder andere weiß, wovon ich spreche. Und diejenigen, die nicht wissen, wovon ich spreche, schnallt euch schon mal an. Gaziantep oder kurz gesagt Antep befindet sich im Südosten der Türkei in der Nähe der Grenze zu Syrien und beherbergt bzw. ist berühmt für wundervolle Schätze dieser Welt wie beispielsweise Baklava, Künefe. Also werden auf jeden Fall einige Pistazien essen auf diesem Trip. Kebabs natürlich, spezielle Kebabs mit Kovagine und Zwiebeln, also ganz, ganz wilde Sachen. Und ja Leute, ihr wisst wofür wir hier sind. Viel Spaß auf einem Abenteuer mit Essen, mir in Gaziantep. Los geht's! Was geht, was geht? Willst du vor, Bro? Nein, Bro, bleib jetzt. Hey. Was geht? Was geht, Leute? Habt ihr gut geschlafen? Ja, du? Auch, ja. Bro, ich weiß, du bist ein Groupie von YouTube, aber kannst du was Gescheites sagen? Okay, wir müssen euch kurz vorstellen. Wir haben einmal Emre. Wie geht's dir? Alles fit? Alles bestens. Und Blink. Und Blink Music, aka Randy. Alles super, ein bisschen müde, Bro. Wetter ist auf unserer Seite. Ja, sehr Mann. Schön. Ein bisschen. Ganz klar auf unserer Seite. Wir nehmen Hütchen einfach mit. Hütchen mit, ist kein Problem. Alles gut, es gehört ja auch nicht zu dir. Leute, es geht los mit Frühstück bei Ünal und wir sind hier für Beyram. Das ist eine türkische Frühstückssuppe, kann man sagen, oder? Genau. Wow, und der Laden ist voll, morgens um 9. Also Leute, wir sind hier, um Beyram zu frühstücken. Das ist so eine türkische Frühstückssuppe mit Reis als Fundament. Dann kommt Pultlamm, langsam geschmortes Lammfleisch oben drauf. Zusammen mit einer Art Paprika, scharfes Paprika-Gewürz und übergossen einfach mit einer scharfen, kräftigen Brühe. Und dann wird es einfach aufgekocht auf einem Brenner in diesen blechernen Teller und die Suppe blubbert einfach und brodelt. Das werden wir jetzt frühstücken. Trotzdem Baklava oder stattdessen? Du wirst dich auf jeden Fall freuen. Es wird eine Geschmacksexplosion. Zusammen mit dem speziellen Brot hier. Tırnaklı ekmek. Okay. Also auf Deutsch übersetzt heißt es Nagelbrot. Weil das halt mit den Fingerspitzen wird das halt, wie soll ich sagen, reingestampft. Ja, voll. Also, verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen, unser erstes Essen in Antep, Beyram, los geht's. Geben wir uns Spritzer Zitrone drauf. Und, Leute, sieht heiß und scharf aus. Bisschen. Ist auf jeden Fall ultra lecker. Ich spüre meinen ganzen Mund nicht mehr, aber es schmeckt, es ist leicht scharf. Es ist extrem würzig, es hat Power, das Fleisch ist ultra zart, es schmilzt einfach in deinem Mund zusammen mit dem Reis. Hier seht ihr so die einzelnen Bestandteile. Lamm, Reis und dieses Paprika-Gewürz. Oben drüber schwimmt einfach Power. Jetzt werde ich ein bisschen vorsichtiger sein bei dem Biss. Und zusammen mit diesem Brot hier, auch ultra weich.
Und ja, das Brot ist, würde ich sagen, gemacht dafür, da reinzutunken, oder? Einfach rein. Freestyle. Da ihr seht, gute Saugeigenschaften. Das ist ultra lecker. Mr. Chef. Oh, thank you. Very good. Çok güzel. Ben belki değişik bir şey yaptırayım yöresel ait. Tamam. Zeytin böreği. İşte fıstık börek. Tamam. Okay. Also er macht jetzt den Glasses Börek, Mann. Ich muss sagen, die Suppe hat auf jeden Fall Power für ein Frühstück. Sehr intensive Geschichte. Und das weckt einen auf jeden Fall auf. Guter Start, Leute. Guter Start. Es geht weiter, Leute. Keine Nachspeise. Zwischengang vor der Nachspeise. Börek mit Oliven. Spezielle Antep-Oliven. Stark. Also, verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen, wir haben einen zweiten Gang bekommen. Keiner hat damit gerechnet, aber jetzt ist es auf jeden Fall hier. Wir haben einmal Katme, wir haben Börek und wir haben Mini-Pide. Und du sagst, wir sollen mit Börek anfangen? Okay, dann fangen wir mit Börek an. Oh, die sind ultra weich. Ich würde sagen, ich reiße es einfach kurz auf. Boah. Gefüllt mit Oliven. Und was ist das drumherum? So Hackfleischmäßig, oder? Hackfleisch. Hackfleisch und Oliven. Ja, Leute, auf euch. Wie so eine kleine Wolke, in die du reinbeißt. Der Teig ist so schön dünn und weich und sobald du drauf beißt, zerfällt das einfach. Innen drin noch so frische, knackige Oliven mit sehr intensivem Geschmack, würziges Hackfleisch. Leicht warm. Wundervoll einfach. Zwiebeln sind dabei. Okay Leute, weiter geht's mit Kapne. Wie ich euch gesagt habe, wir werden auf jeden Fall sehr viel Pistazien essen hier. Und wie ihr sehen könnt, es leuchtet einfach grün. Voll mit Nüssen, voll mit Pistazien. Und Käse ist drin, oder? Kaimak. Kaimak. Und dünnster Teig. Ist einfach so vollgesaugt mit Saft und schmeckt einfach direkt nach Fett und Butter, süß, voll viel krasser, intensiver Pistaziengeschmack. Bro, die Pistazien sind anders hier. Die sind so, die haben Kraft. Der Käse so extrem weich, der gibt nochmal so ein neutrales Fundament in das Ganze. Eine Geschmacksexplosion einfach in deinem Mund. Es hat so viel Kraft. Ja Leute, der vierte Gang. Mini-Pide mit Pistazien. Und schau mal, ebenfalls so weich einfach dieser Teig. Das ist auch krass. Die Pistazien sind anders hier, Leute. Die berühren deinen Mund und du schmeckst direkt Pistazien. Also du musst ja nicht nach der Pistazie suchen. Du beißt da rein und du weißt, was Sache ist. So direkt. Und es hat auch so viel Power, da so viel Macht in dieser Mitte drin. Und der Teig, schön weich, hält das Ganze zusammen. Einfach Power. Was für ein Essen, Leute. Was für ein Laden. Emre meinte auch, dass das Real-Essen auch meistens in den Industriegebieten zu finden ist, wie auch hier zum Beispiel, wo einfach noch so richtig gekocht wird, mit Herz, mit, dass die Leute satt werden. Und genau so war es gerade auch, einfach intensives Essen von Anfang bis Ende. Und das war erst der Anfang, Leute, erst der erste Gang. Ich würde sagen, wir gehen mal einen Kaffee trinken und dann schauen wir, was es zum Mittagessen gibt. Uff. Wie ist dein Eindruck? Erster Eindruck von Antep? Grün. Grün, Bro. Die Messlatte zu hoch gelegt, oder? Jetzt ja, das ist schwierig zu toppen. Das war ein strammes Frühstück.
Okay, Freunde, nächster Stop. Ich brauche Netz, um euch zu versorgen. Salam alaik. Namaste, Navi. Das war's mit Türkisch. Where is it from? Where? Where are from? Germany. Germany. Who? Arabic. Arabic. Africa. Angola. Angola, eh. Illegale SIM-Karten-Geschäfte, Alter. Ja, Leute. Gehen wir Kaffee trinken. Ja, wir sind jetzt in der Innenstadt und werden uns einen kleinen Zwischenstopp hier einlegen. Ja, aber hier siehst du ja Kupfer. Und Kupfer, Leute. Gibt's auch überall. Okay, keine Nahaufnahmen. Okay. Ich filme von weiter weg. Okay, weil das ist halt Designer. Du darfst generell aufnehmen, aber keine Nahaufnahmen, weil es halt Designer-Artikel sind. Right. Aber das ist zum Beispiel auch so typisch Hausfrauen-Ding. Versuchen kann man es ja. Zum Beispiel auch so speziell, was auch im Antrieb immer gemacht wird, diese Handarbeit. wenn man nicht von da hin filmen kann. Was? Ja, meine Damen und Herren, Kaffeepause. Wir haben ein 50-50-Kaffee. Zur Hälfte mit und zur anderen Hälfte ohne Schaum. Es bringt aber nicht zu viel zu reden. Wir sollten einfach probieren, dann kann ich euch mehr erzählen. Heißt schon. Nein, Bro, aber den Schaum kannst du nicht trinken. Guck mal, das ist wie. Trink. Ich trinke auf der anderen Seite. Also dieser dunkle Schaum, der ist auf jeden Fall sehr fest. Und sandig. Andere Seite. Du kannst nur auf der einen Seite trinken. Du trinkst nur auf der leichten Seite. Und dabei haben wir. Ja. Google mal, was das ist. Diese Päckchen kenne ich von woanders. Aber. Also Leute, es gibt Mittagessen in Yesemek. Merhaba. Hallo. Und ja, hier gibt es auf jeden Fall sehr viel Antep-Spezialitäten, Antep-Homefood. Merhaba. Also so ein başkasından yapılmadığı bir sos, haşların kokusu ve sarısı gibi coğrafi bir yemektir. Yıllarından yapılmış içerisinde bakliyatlar var. Vejetaryen sup, çorbadır. Alaca çorbası, bakliyat ve tahıl ürünleri var tamamen. Wir haben handgemachte Ichtelköfte. Nefis. Çok güzel. Çok güzel. Senin güzel, o da güzel. Sen güzel, o da güzel. Was hat gesagt? Du bist schön, das ist auch schön. Yeah, boy. Okay, ja, dann lass uns essen, oder? Okay. Er hat gemeint, wir können auch von allem ein bisschen etwas haben. Was? Sehr schön. Ja, Freunde, herzlich willkommen zu unserem Mittagessen. Es wurde auf jeden Fall stark aufgetischt. Der nette Herr hier hat auf jeden Fall losgelegt. Wir haben sehr viele verschiedene Speisen. Ich würde sagen, hier so eine kleine Vorspeisenvariation mit Kichererbsen, mit Linsensäg. Alles hat diesen Olivenölglanz. Wir haben Ichtelköfte. Das haben wir auch in Dubai schon gesehen als Kibbeh. Darauf freue ich mich. Das ist mit so einer Bulgur-Schale, kann man sagen. Und innen drin finden wir gleich Hackfleisch, Leute. Und Walnüsse. Und Zwiebeln. Los geht's. Die ist richtig cool, oder? Die ist richtig gut. Die ist richtig prall. Die schmeckt auch schön fettig innen. Was ich hier krass finde,
der Inhalt, der ist einfach eins mit der Hülle. So der Inhalt, der schwimmt da nicht rum und du merkst, der ist lose und ist einfach nur so ein aufgeblasener Ball. Sondern das ist ein pralles Ding und es schmeckt zwiebelig, es schmeckt leicht scharf, es schmeckt schön kräftig, ölig. Dieses Fleisch gibt Power und der Teig ist einfach ein Traum. Knusprig frittiert. Wahnsinn. Ach. Echt jetzt? Ja, deine kam frisch aus dem Ofen. Meine kam frisch. Muss man nichts zu sagen. Da ist dann richtig viel Fleisch drin und ich mag das. Wir alle, Bro. Okay, Bro. Das ist auf den Punkt gebracht. Da ist richtig viel Fleisch drin und ich mag das. Aber das sieht man nicht. Shewaitis. Shewaitis. Das ist eine der Dinge, auf die ich mich krass gefreut habe. Antep Shewaitis. Und ich habe es vorhin schon mal angeschnitten. Antep hat einfach extrem viele Patente auf extrem viele Speisen, unter anderem auch auf Lamajun, auf diese Ichli-Köfte, die wir gerade gegessen haben, einfach patentiert. Und eben unter anderem die Antep Shewaitis. Das da oben ist so eine Art Minz-Olivenöl und eine Joghurtsuppe, kann man sagen, oder? Und dann eben diese Shewaitis, wie Knoblauch meinst du? Knoblauch und Zwiebel, aus der Familie kommt es. Also Leute, Shewaitis rein. Schau mal hier, was da los ist. Also wie schon gesagt, das ist so ein Minz-Olivenöl. Ich kann mir schon genau vorstellen, wie es schmeckt. Und Fleisch kommt auch noch raus. Sehr schön. Wie eine leichte Zwiebel. Also diese Shewaitis-Pflanze ist wie so eine leichte Zwiebel. Du hast eine noch warme Joghurtsuppe und so ein minziges Öl drauf. Dann hast du ein schönes, saftiges Stück Fleisch. Ich nehme an, Lammfleisch, oder? Einen leichten Crunch von der Pflanze. Fleisch natürlich, was sein muss. Und dann noch das Interessante, dieser Minzgeschmack, der das Ganze nochmal in eine andere Richtung lenkt. Sehr runder und vollkommene Geschmackszusammensetzung in dieser Suppe. Achso, ich darf nicht Suppe sagen, aber in diesem Gericht sehr stark. Ja, Freunde, dann lasst uns direkt hier weitermachen mit, darf ich nochmal nach dem Namen fragen, Bro? Eschgile Köfte. So, da sieht man auf jeden Fall, dass auch gut Geschmack oben schwimmt, würde ich sagen. Und das ist Zitronensuppe, richtig? Ja. Also macht keinen Sinn, wenn ich da noch Zitrone reingebe, oder? Okay, dann. Es ist nur dafür da, dann bitte nicht. Okay, dann los geht's. Boah, das ist noch wilder. Guck mal Leute, die ist einfach voll mit Material. Ja, ich will nicht schon wieder Suppe sagen, diese Speise. Und da schwimmt oben so schön viel Fett, das bringt so viel Kraft und Geschmack rein. Verschiedene Gewürze und die Kichererbsen machen halt auch einfach Spaß drauf zu beißen. Die sind nicht so krass verkocht, die haben nur so einen gewissen Biss und du hast einfach Material im Mund. Zusammen mit dem Fleisch. So kleine Stückchen, einfach zusammen extrem lecker. Da willst du auch eigentlich am liebsten gerade Brot reindippen. Okay Leute, schaut mal, hier auch noch was sehr Besonderes. Dolma. Das sind gefüllte, getrocknete, ganz wichtig, getrocknete Früchte, die man dann nochmal quasi nässt oder durchnässt und dann, wie ihr sehen könnt, mit Reis füllt. In meiner Hand, das ist Paprika und rechts daneben seht ihr Aubergine, die hängen auch hinter uns, dort oben, schon getrocknet. Ich würde sagen, hauen einfach rein. Ich finde, eine getrocknete Frucht oder ein getrocknetes Gemüse schmeckt immer noch mal ein bisschen intensiver vom Geschmack, weil es sehr getrocknet ist und somit Feuchtigkeit fehlt. Es ist einfach ein intensiver Paprikageschmack. Anders als wenn du jetzt zum Beispiel eine frische Paprika befüllen würdest. Und so schmeckt es einfach so schön würzig und dieser matschige Tomatenreis, der da drin ist, einfach massig. So, und jetzt gebt euch diese Aubergine. Genau das gleiche Spiel. Und ihr wisst ja, was ich für eine Beziehung zur Aubergine pflege. Eine sehr schöne. Und einfach rein. Boah.
Auch krass. Ich finde, Aubergine ist so das perfekte Gemüse, um Saft auf eine Speise zu kriegen. Die können sich immer so schön vollsaugen, diese Dinger, und bringen einfach nochmal extra Geschmack in das Ganze. Genauso auch hier. Derselbe Tomatenreis drin, massig, kräftig, würzig, gut. Ich würde fast sagen, dass ich die Paprika geiler finde, aber beide extrem lecker. Was für ein Mittagessen, Leute. Sehr stark, Ante. Sehr stark. Sieht heftig aus. Aleikum salam. Wie war's? Eigentlich. Also Freunde, herzlich willkommen auf dem Kupferschmiedmarkt, oder? Wie heißt er auf Türkisch? Bakırcılar Çarşısı. Alles klar. Und hier, wie ihr hören könnt, Leute, wird Kupfer geschmiedet. Ja Leute, und man hört einfach an jeder Ecke dieses Klopfen. Die Leute sitzen in ihren Ständen und produzieren die verschiedenen Kupfergegenstände. Platten, Tassen, Behälter, Gefäße, Vereinswappen. Wild. Mit diesem Messer machen sie überwiegend Hackfleisch. Ja, das kannst du so geil über den Tisch whippen lassen. Was sind denn? Wir sind im Wilden Westen einfach. Alles da, Leute. Gehen wir mal rein, trinken. Okay, Leute, wir stehen vor einem der ältesten Kaffeehäuser auf der ganzen Welt. Tahmis Kahvesi. Tahmis Kahvesi. Also wirklich der ganzen Welt. Eines der ältesten Cafés der ganzen Welt. Und ursprünglich trifft man sich hier so zum Kartenspielen, zum Abhängen, zum Quatschen. So ein türkischer Stammtisch. Heutzutage ist es nicht mehr so. Ja. Heutzutage auf jeden Fall mehr ein Touristenspot. So. Und hier gibt es den berühmten Pistaziencafé. Also es wird so eine Art Café aus Pistazien gemacht. Ist eigentlich kein wirklicher Café, aber auf jeden Fall muss man probiert haben. Ist es Pistaziencafé? Ja. Also Leute, Pistaziencafé, let's go. Kommt auf jeden Fall schon mal in einem sehr speziellen Format mit Deckel und sieht cremig aus. Dann cheers. Auf einen schönen Aufenthalt. Auf uns. Cheers. Auf euch. Ja Bro, ist mehr wie so eine heiße Schokolade. So eine heiße Pistazien-Schokolade, das hat eigentlich gar nichts mit Kaffee zu tun. So eine Nougat-Creme ist es oder so eine Nusscreme. Sehr stabil. Seit 1635. Seit 1600? Ja, Bro. Wow. Musst du mal überlegen, Alter. Das sind ein paar hundert Jahre einfach. So alt ist dieser Laden. Baby! Klassischer Weg zur Schule. Kennen die den Fahrer? Ich glaube nicht. Ich glaube, der weiß auch nicht, dass sie dabei sind. Also, Geld dafür, dass du ihn filmst. Ja, meine Damen und Herren, hier sehen Sie die Altstadt von Gaziantep. Enge Gassen, alte Häuser. Dicke Wände, hohe Mauern. Sehr schön. Außer ein Museum, ich glaube, von so einem Schriftsteller, wenn ich mich nicht irre. Okay, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in einem Museum.
Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Ooh. Ja, Gaziantep, Leute. Goldene Kuppe, das ist der wahre Drip. Ich glaube, das war früher eine Kirche. Okay. Das sind so Taubenzüchter, die lassen die so fliegen. Okay. Ja, Bro, wie die Sonne durch die Wolke bricht. Ja. Wild. Den gibt's noch nicht allzu lang. Was geht? Fleisch. Ja, Leute, wird Zeit für Abendessen. Und jetzt hauen wir. Kannst du die Theke gleich? Jetzt kommt der Real Deal, Leute. Merhaba. Merhaba. Das ist der Chef, Kenan. Das ist Lukas. Genau dafür sind wir hier. Ja, Leute, Real Deal jetzt. Merhaba. Oh. Why? Nicht ein Stück, sondern das Zwischending. Okay. Ja, Leute, so sieht's aus, bevor es auf den Grill kommt. Salz dazu. Und dann wird das Fleisch noch flach gedrückt. Dann kommen noch zwei extra Spieße dazu, dass es an der Seite nicht runterhängt, sondern auch flach auf dem Grill bleibt. Dann ölt er das Brot ein und legt das noch auf das Fleisch, dass der ganze Rauch und der Geschmack von dem Fleisch noch in das Brot einzieht. Und dann hast du einfach nach 10 Minuten Liebe auf einem Spieß. Thank you. Thank you. Teşekkür. Dann auf der anderen Seite wird schon das Brot und die Teller und die Petersilie, die Zwiebeln, die Tomate, Chili vorbereitet. Also als kleine Landebahn dann für das Fleisch. Ich liebe einfach diese türkischen Grills, das ist... Eiern und Fleisch gehört einfach zusammen. Man. Yes, yes. Çok güzel. Afiyet olsun. Die Big Boys sind auf jeden Fall angekommen. Wir haben eine fette gemischte Grillplatte mit verschiedenen Spießen, mit Brot, mit Tomaten, mit Petersilie, Zwiebeln, alles was dazugehört. Wir haben einen Schaschlik, eine Schaschlikplatte mit Schaschliksoße und Zwiebeln noch dazu. Und dann, liebe Freunde, fangen wir an mit den Steakstücken. Wir sind angekommen. Ja, zartestes, saftigstes Fleisch. Und drunter habt ihr so diese Gewürzmischung, die ein bisschen Hitze in das Ganze reinbringt. Schön zart, du musst nicht viel kauen. Bringt Geschmack mit. Schön rauchig. Besser hätte ich es nicht grillen können. Am meisten Leute macht mich das hier an, der Adana Spieß. Der sieht auf jeden Fall ultra weich aus. Ja, guck mal, so muss der sein. Genau so. Das hier. Das schmeckt so saftig und so würzig. Leicht scharf, es hat einfach so eine Kraft und es gibt nichts Besseres, womit du das runterspülen willst, als ein f***ing Ayran. Das harmoniert, diese zwei Sachen sind einfach gemacht füreinander. Und dieses Brot, wie wir vorhin gesehen haben, wurde extra nochmal auf das Fleisch, auf den Grill gelegt, damit dieser ganze Geschmack und die ganzen Aromen in dieses Brot ziehen. Dafür sind wir hier, Leute. Also Leute, zweiter Gang. Wir haben eine fette Schaschlikplatte, die schwimmt einfach im Saft. Da sind Zwiebeln dabei, da sind diese Lammfetzen, sage ich einfach mal. Und die schwimmen in so einer saftigen Buttersoße. Ich nehme gleich mal zwei, dreimal. Einfach rein, Leute, ohne Angst.
Du merkst einfach, dass da Liebe drin steckt. Du merkst einfach, dass es auf jeden Fall seine gewisse Zeit hier auf dem Grill verbracht hat und dass da viel, sehr, sehr, sehr viel Liebe mit reingeht. Und auch damit mache ich mir jetzt hier noch so ein kleines Dürren rein, Leute. Nehmen wir hier noch ein bisschen Petersilie, ein bisschen Zwiebel. Es kommt gleich noch Chili dazu. Ach, geht schon, geht schon. Einmal zumachen. Und das Brot ist so weich, Bro. Fühlt sich an wie eine Decke. Dafür sind wir hierher gekommen. Die machen keinen Spaß, wenn es um Fleisch geht, Leute. Und dieser Saft da unten, der ist da nicht umsonst. Da könnt ihr nochmal schön Power mit reinholen. Besser gibt's ja nichts. Was sagt ihr, Männer? Wow, sprachlos. Absolut genial. Da schaut, der Mann ist einfach, der ist dabei. Das sind seine Spieße. So soll es sein, Leute. Ja, Leute, wir müssen mal kurz ins Hotel jetzt, um mein Zimmer ein bisschen umzustrukturieren. Die haben mir gestern nicht genau das Zimmer gegeben, das ich eigentlich gebucht hatte. Und jetzt haben sie mir so ein kleines Upgrade auf jeden Fall verschafft. Das muss noch mit Emres Hilfe auf jeden Fall jetzt noch geregelt werden, weil Englisch ist nicht so deren Stärke auf jeden Fall. O zaman çıksın, şeylerin eşyalarını toplasın. Tamam. Arasınlar, yönlendirin. Tamam. Ja, Leute, ich würde sagen, die Mission Zimmerwechsel wurde auf jeden Fall erfolgreich abgeschlossen. Wir haben jetzt hier auch noch als kleine Entschädigung eine kleine Suite bekommen, weil ich gestern im Zimmer gepennt habe, das ich eigentlich nicht gebucht hatte. Und die haben einen gechillten Vorraum. Wir werden jetzt gleich noch ein bisschen abhängen hier. Und ein Schlafzimmer. Hier werde ich auf jeden Fall gut pennen heute Nacht. Da ist sogar so eine kleine... Alter, da ist sogar mit... ich kann sogar kochen hier. Wir können sogar ein Kochvideo drehen. Das ist ja ein bisschen Verschwendung. Ja, Mann, Minibars am Start. Und ja, Leute, ein kleines Bad. Ja, es reicht auf jeden Fall komplett. Hier hat man Platz, hier hat man Ruhe, hier hat man Sauberkeit. Stabil. Und liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, das war der erste Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß heute. Ich würde sagen, auf jeden Fall sehr erfolgreich und gut gegessen heute mit sehr leckeren Restaurants und guten Erlebnissen. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Schlaf gut, habt einen schönen Tag, was auch immer. Peace.